Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem Hauptaccount. Wir sind heute bei Tag 4 im Truppenkrieg und gehen wieder in die Höhlenexpedition. Und heute ist der Waldläufer-Elite-Boss dran. So, wie immer gehen wir erstmal bei und grenzen aus, was wir nicht haben. Das wären Attentäter, Festung, Rot oder Grün, nehmen wir den. Und Licht und Schatten haben wir beide nicht. Und dann nehmen wir wie immer erstmal dazu diese hier. Erhöht gegnerischen kritischen um 100% und kritischen Schaden um 200%. Und erhöht den gesamten von Gegnern verursachten Schaden um 100% und erhöht Fähigkeitsschadenrate um 1200%. Und dann versuchen wir noch mit Geschwindigkeit, Intensität 3. Mal schauen. So. Wollen wir doch mal sehen, wie das hier wird. Tja, das sah schon mal gut aus. Alles klar. Dann gucken wir als nächstes, wie das aussieht mit Vervielfältigung. Bedeutet also, Angriff und LP des Gegners wird erstmal erhöht. Und hier wird auch die Punktezahl um einiges erhöht. Also das Gefahrenlevel, nicht die Punkte. Was aber im Umkehrschluss auch bedeutet, wenn ich denn das Gefahrenlevel schaffe, kriege ich natürlich auch umso mehr Punkte. Sehr schön. So. So, dann machen wir die nächste Stufe, ist Intensität 2. Die möchten sich aber schon ein bisschen schwieriger kaputt machen lassen. Und dann Intensität 3. Okay, das hat noch geklappt. Dann versuchen wir es mit der nächsten Stufe. Eieiei, die haben mir meine Queen schon kaputt gehauen. Ei, Karamba. Okay, damit sind wir jetzt bei 85 Punkten. Die sind auch so ein bisschen übel. Eieieiei. Okay, das klappt so nicht wirklich gut. Wir können ja auch mal gucken, ob das vielleicht sinnvoller ist, in dem Fall mal dich nach vorne zu stellen. Wer weiß das schon so genau? Auch wenn natürlich Eloise vorne am besten funktioniert, aber
Na, das sieht aber so nicht ganz so gut aus. Nein. Nicht wirklich. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Na gut, also das bringt so rum schon mal nichts. Setzen wir die doch wieder andersrum und gucken mal, ob wir denn vielleicht mit einem anderen Tier weiterkommen. Ich habe mir schon auf meinem Hauptaccount an diesen Schwierigkeitsstufen die Ohren gebrochen. Also warum soll mir das auf dem zweiten Account hier anders gehen? Irgendwie möchten die Waldhelden sich nicht wirklich kaputt hauen lassen. Naja, also das mit dem anderen Tier, das wird so auch nix. Gehen wir da nochmal zurück und versuchen noch eine Runde. Also die 102 Punkte sollten aber schon zu kriegen sein. Oh, dann nippelt er mir ab, so kurz davor. Toll. Ich sag's ja. So nah dran und doch so fern. Ich glaube, wir werden erstmal was anderes versuchen. Gehen wir mal hier auf die 85 zurück und gucken mal, wie das aussieht, wenn wir hier unten bei den Bossgeschichten anfangen. Also, entfernt am Anfang jeder Runde zwei Arten von Schwächung vom Elite-Boss. Versuchen wir es doch damit erstmal. Ob uns das irgendwas bringt. Na toll. Frosch im Hals, yay. Ja, das bringt natürlich auch nur was, wenn wir denn auch überhaupt was einsetzen von unseren Fähigkeiten. Ja, siehst du wohl. So, dann versuchen wir uns mit. Wo bist du denn? Da. Der Elite-Boss ist gegenüber DOT immun. Au, umgekippt, während wir das noch kaputt gehauen haben. Egal, Hauptsache wir haben es kaputt bekommen. So. So, den nächsten lassen wir aus. Der ist nämlich nicht so gut und versuchen es mal hiermit. Wenn der Elite-Boss einen kritischen erleidet, wird die Energie aller Verbündeten um 50% reduziert. Es besteht eine Chance von 80% Verbündete mit 0 Energie 2 Runden lang zu betäuben. Aha. Klingt auch nicht so unbedingt danach, als ob das zu meinen Gunsten ausgeht. Schon gar nicht, wenn hier
die Hälfte meines Teams, nein, ich muss mich verbessern, jetzt ist es mein komplettes Team, nichts mehr macht, ganz toll. Nein, das vergessen wir mal ganz schnell wieder, also das wird schon mal nix. Komm mal hier, nehmen wir dich wieder raus. Was ist das? Erhöht am Ende jeder Runde den Angriff des Elite-Boss um 25% und seinen kritischen Schaden um 25%. Na, versuchen wir das doch mal. Das wird mit Sicherheit auch nicht besser ausgehen für mich. Das bringt mir nur was, wenn ich den Elite-Boss zuerst kaputt kriege. Aber das sieht mir nicht danach aus, als ob das klappen möchte. Oh, doch, jetzt ist er weg. Okay. Na gut. Vorm Ende der Runde ist dann natürlich praktisch. Dann ist nichts mit erhöhen. So. Okay, jetzt haben wir nicht mehr viel über. Ist bestimmt nicht sinnvoll, aber wir versuchen es mal mit dem Erhöhen von... Da steht zwar göttlicher Schaden, bedeutet aber echter Schaden. Ja, ich sag's ja, das sieht nicht gut aus. Oh, Backe. Nein, das wird nix. Okay. Dann versuchen wir's mit Schadenreduktion, was mit Sicherheit auch nicht besser ist. Aber egal. Heißt also, das ist jetzt wieder fürs gegnerische Team, dass die weniger Schaden erleiden. Also schlecht für mich. Okay, wir versuchen aber trotzdem noch mal. 8 Versuche haben wir ja noch. Ah, sehr schön. Okay. Und dann nehmen wir die nächste Stufe, damit ist Blockieren und Schadenreduktion auf 20% gesetzt. Oh, schön, okay. Und weiter geht's. Nee, komm schon, mach noch mal, komm. Braves Kind. Da war zwar nicht mehr sonderlich viel von meinem Team über, aber ich nehme, was ich kriegen kann. So, jetzt sind wir schon bei 40% für Schadenreduktion und Blockieren. Kriegen wir das hin?
Eieiei. Oh. Ah. Ah, geschafft. Sehr schön. Okay. Und dann sind wir jetzt bei 50%. So fliegst. Toll. Aber wir haben noch 3 Versuche. Na komm. Na komm. Aspus, hallo. Komm schon. Yay, nice. Okay, so. Und hier sind wir jetzt bei 60% Schadenreduktion und 100% Blockieren. Also, wir haben zwar 2 Versuche, aber das halte ich nicht für machbar. Außer natürlich, wenn wir tierisch viel Glück haben, aber das möchte ich bezweifeln, dass wir hier tierisch viel Glück haben. Nee, toll. Wobei wir schon nah dran waren, so ist das ja nun nicht. Auf einen letzten Versuch. Na, das wird nix. Das wird nix. Wir sind kaputt. Schade. Okay. Naja, egal. Sind zumindest 140 Gefahrenlevel geworden. Auf meinem zweiten Account habe ich es bis 107 geschafft. Und auf meinem Eloise-Account war es 46. Also, ja, ich bin zumindest halbwegs zufrieden. Also für meinen Eloise-Account finde ich es schon richtig klasse und für diesen hier natürlich auch, ne? Also, ich meine, ich bin sowieso zufrieden, dass ich überhaupt irgendwas schaffe. So, und dann gehen wir wieder spenden. Alles klar, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.